Hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen The Blackwell Epiphany und meines Wissens nach ist das der letzte Teil der Blackwell Reihe. Wir haben die danach also offiziell beendet. Das Spiel ist wie immer von One Jet Eye Games aus dem April 2014. Und ja, ich bin super gespannt. Am Ende des letzten Teils hatte Rosa ja prophezeit quasi, dass sie die Organisation bekämpfen will, in der Gavin Mitglied war, und hier ein bisschen was auseinandernehmen. Und ich bin gespannt, wie das läuft. Ich würde sagen, wir starten direkt mal ein neues Spiel und finden es heraus. Oh wow, ich darf direkt was machen. Your teeth are chattering. Oh, no, they're not. It's him. Detective Durkin, I'm here. Are you on your way? Yeah, sorry about that. I've got a lot of paperwork piled up. I won't be able to make it. What? I've been waiting here a half hour. You there? Good. Take a look around and let me know if you find anything. Take a look around? For what? You know the deal. I can't tell you. Yeah, I know. We'll pay you the usual rate. Talk to you soon. He stood you up again? Yep. Well, he's paying us to check out this dump, so let's get started. Oh, wow, okay, jetzt darf ich. Ah, wir arbeiten jetzt also mit Detective Durkin zusammen. Und wow, der Pixel-Style, Leute, wir sind ja detaillierter als je zuvor. Es sieht ja richtig gut aus. Dann gucken wir mal. Probably frozen solid. Ich mag auch ihr Winteroutfit. Shame they don't have coffee to go. I'm running low. Okay, ein einladendes Restaurant. Da kann ich nicht reingehen. Oh, I wish. But I have a job to do here first. Na gut, okay. So, hier ist Joey. Hier oben können wir wieder wechseln. Ah, wir haben unser Telefon. Okay, das kennen wir schon. Mails. Gibt es da irgendwas? Ah ja, in der Tat. Von Sam Durkin. Ich fange mal aber oben an. Jay Leder schreibt, Miss Blackwell, ich repräsentiere Hannah Sharp in ihrem Scheidungs... Also, die scheiden sich vor Gericht. Und er repräsentiert sie. Ich verstehe das so, dass sie wissen, was mit dem Ehemann war. Bitte kontaktieren Sie mich, sobald Sie können. Jay Leder, MRI Law. Ich bin gerade nicht sicher. Das ist die Frau von dem Typen, der im letzten Teil was angefangen hatte mit diesem Teenager-Mädchen, ne? Die sich dann, das war doch dieser Ken, sie hatte sich ja dann umgebracht, weil er ihre Liebe nicht erwiderte, also ihre eingeredete Liebe. Und der hatte was mit ihr nämlich. Deswegen, das ist so gut für die Frau, dass sie sich dann trennen lässt. So, Seb Frederick schreibt, ah, Seb, erinnern wir, kennen wir auch, sind Sie die Lady, mit der ich geredet habe in Munrace letztes Jahr? Ich habe sie recherchiert. Spiritual Consultant. Wirklich? Ich weiß nicht, was Sie da gemacht haben, aber Sie bleiben besser aus Columbia raus für eine Weile. Sie haben dich auf der Sicherheitskamera, wie du Jamies Zimmer durchsuchst. Ah ja, okay, das war der Ex von dieser Jamie, an dem sie ja anscheinend nicht besonders hing. Ist aber okay, wir wollen da ja sowieso nicht hin. So. Dann, wie immer, eine E-Mail von Tomo, ne? Wir wissen, kontaktiert Tomo. Nochmal dieser G-Lader. Ah, dem haben wir geantwortet. Danke, aber ich würde es wirklich bevorzugen, nicht involviert zu werden. Tut mir leid. Rosangela Blackwell. Und die letzte Nachricht von Sam Durkin. Hey, irgendwas ist, was... Also, ne? Irgendwas ist vielleicht in dieser Gasse. Triff mich am Carth House an der Ecke Horatio und Greenwich um 7 Uhr. Du kannst es nicht verpassen. Der Ort ist ein Wrack. Achso, wir haben unseren Deal wie immer. Ich werde dir den Rest erzählen, wenn wir da sind. Esti. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Erstmal ein bisschen im Müll wühlen. It's just full of old trash. Nothing useful. Ey, aber wir durften wirklich im Müll wühlen. Oh, wir machen sogar Spuren im Schnee. Oh, guckt euch das mal an. Boah, das ist ja echt diesmal Hammer gestaltet. Okay, hier sind irgendwelche Steine. Oh, ein Rätsel. Reclaim, Revolt, Rebuke, Reject. Und dann geht's, glaube ich, wieder von vorne los. Nee, Retaliate. Okay, also Reclaim. Reclaim.
Revolt. Rebuke. Reject. Retaliate. Kann ich die drücken? It's nee. Just a brick. Okay, muss ich mir das irgendwie aufschreiben? Moment, ich schreibe mir das mal auf. Reclaim, das ist bestimmt wichtig, wenn wir es angucken können. Revolt, also Reclaim heißt ja so viel wie zurückerobern. Revolte starten. Rebuke, bin ich ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt, was das heißt. Reject heißt ja ablehnen, ne? Reject. Und Retaliate ist sowas wie zurückziehen oder neu formieren, glaube ich. Retaliate. So, ich habe alles abgeschrieben. Soll ich das mal googeln oder weiß nicht. Hier ist ein Awning, was immer das ist. It says Karth House, under all the graffiti anyway. This is where Durkin told us to meet him. Okay, alles klar. Das heißt, wir sollen wahrscheinlich da rein. Hier ist noch ein Schild. No parking from 8 p.m. to 6 a.m. Werden wir uns merken, aber ich glaube, wir haben eh kein Auto. So, und Joey? Was sagt sie zu dem? Look at him. He doesn't even notice the cold. Ja, er hat Glück, ne? Dann können wir wahrscheinlich hier durch die Tür hereinstratzen. Locked, of course. Dann können wir bestimmt nicht durch die Tür hereinstratzen. Ah, okay, Joey soll reingehen. Soll ich vorher einmal versuchen, das hier zu googeln? Moment. Ah, hier sind unsere Notizen. Okay, alles klar. Das kennen wir ja auch. Detective Durkin haben wir schon als Notiz. Und ich probiere mal einzugeben. Reclaim, Revolt, Rebuke, Reject, Retaliate. Das ist viel zu lang. Das geht auch gar nicht da rein. Na toll. Okay, dann eben nicht. Dann schwebt Joey jetzt mal durch die Tür. Ah, er hat wieder seine Krawatte und seinen Wind. Das heißt, wir können wieder irgendwelche Leute anpusten vielleicht. Alright, I'm going in. Try and stay warm. I'll do my best. Und? Hmm. Hello? Anybody there? Kein Geist. Not yet. Let me look around a bit. I'll get back to you. Ah, ich dachte, dass anything wäre ein Geist gewesen. Hier ist eine Matratze. Coated with all sorts of stuff. None of it nice. Ew, okay. Hier ist ein Schreibtisch. That thing is barely holding itself together. Ein Fahrstuhl. It's the elevator. Kann ich da rein? Seen one dilapidated elevator shaft, seen them all. Ich frage mich ja immer mal wieder, ob Joey, also Joey schwebt immer so und so viel über dem Boden, ne? Das heißt, in einem Aufzug fährt er mit, aber er kann nicht selber den Aufzugsschacht hoch. Was schade ist, weil sonst wäre es natürlich praktisch. Aber ich sehe hier schon Treppen. Insofern gehen wir mal hier durch die Tür. Vielleicht finden wir... Oh, Moment, hier hat doch gerade was geweht. Warte mal, Joey. Warte mal, geh mal nochmal zurück. Hier sieht es natürlich wunderschön aus. Aber hier, Notiz. Aha. Es wird hier viel zu heiß, aber bleib trotzdem, wenn du möchtest. Ich lasse dir den Schlüssel da. Schau die Stufen an. Ah, okay. Weiß ich Bescheid. So, sehr viel Graffiti. Hier steht auch wieder dieses Reclaim, Rebuke, Reject, irgendwas. People. Also Leute. Revolt, Reclaim, Retaliate, Rebuke, Reject. Ah, aber Rebuke ist unterstrichen. Mhm, das unterstreiche ich mir mal auch. Und es ist in einer anderen Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. So, ich unterstreiche mir mal Rebuke. Mal gucken, ob das wichtig ist. So, und dann... Ah! Hä? Na, holla! Hey, get back here! Geist! Mensch! Du hier! So, eine Menge Müll. Ja, ich muss mir einen Schlüssel irgendwo drin. Here when the floor above collapsed. Box? Looks like a box of old electrical junk. Okay, hier ist ein Stück Konkret. Jesus, what's holding this dump together? Rubber cement? Ein Stück Beton, wollte ich natürlich sagen. Hier ist nochmal eine Tür. Kann ich da durch? Bevor ich da hochgehe? Kann ich? Oh, wow. Hier geht's ja echt ab. Aussicht. The view's pretty nice, but it's a shame about the rest of the place. Toilette. Whoever used this thing probably didn't care much for privacy. So, ist eine Menge Graffiti weiterhin. Eine Zeitung. This side of the newspaper just shows a bunch of ads. Ach, verdammt. Joey. Und eine Flasche. An empty bottle. Looks like it used to be full of cheap booze. Kann ich die durch die Gegend pusten? Vielleicht? I'm not just gonna blow on everything I see. Ah, komm schon. The view's pretty nice. Du könntest schon, finde ich. Hier ist nochmal ein Fahrstuhl. Such as it is.
Okay, kann ich nochmal reingehen? Vielleicht ist ja diesmal der Fahrstuhl da. Dark, cramped, yep, it's an elevator shaft, all right. Die Sache ist die, deswegen habe ich das nämlich vorhin gesagt, wenn er nicht von alleine hochschweben kann, sondern immer halt so und so viel Zentimeter über dem Boden schwebt, warum ist er dann jetzt nicht runtergefallen? Und er ist ja auch schon mal in einem anderen Spiel so, bei diesem Typen, der aus dem Fenster springen wollte, ist er ja auch über dem Nichts geschwebt. Das heißt, es ist nicht so, als könnte er nicht hoch, aber er kann irgendwie nicht hoch. Wisst ihr, was ich meine? Die Regeln sind nicht ganz eindeutig. Looks like a wrecking ball hit it. Come to think of it, that's probably what happened. Wahrscheinlich. So, dann gehen wir doch mal hier oben rein. Kann ich hier irgendwie hoch? Ah ja. I can't make it any further. I'm too far from Red. If I want to get up there, I need to get her closer. Verdammt. Okay, das klappt also so nicht. Wie kriegen wir denn die Dame hier hinein? Oder muss sie irgendwie... Moment, wir gucken nochmal. Hier ist ein Brett. An old rotting wooden board. Hier ist eine Box. I'm no electrician, but it looks like a fuse box. Ja, mit der kannst du aber nichts machen, ne? Schwierig. Fenster. Kann sie denn vielleicht irgendwie so ums Haus gehen? Ah, kommt direkt wieder raus. Well, we definitely got a spook. We do? A woman. Only got a brief look at her before she buzzed off. Why didn't you go after her? She's too far away. We need to get you inside to bring her within range. Fine, let's hurry then. It's freezing out here. Okay, ich frage mich, kann ich hier zur Seite? Nee, ich kann mir nur die Steine angucken. Rebuke war ja unterstrichen. This brick is definitely hollow. Aha. The ice around it is so thick, I can't pull it loose. Das Eis ist zu dick. Ah, heißen Kaffee drüber gießen. The cost of this coffee is so going on my expense report. Na klar. Yeah, it's melted. I better do whatever I need to do before it freezes again. Ja, wir holen diesen Ziegel da raus. Schlüssel, nice. Okay, das meinte er mit Schlüssel ist bei den Treppen. Ich verstehe. So, dann schließen wir doch mal die Tür auf. In terribly good shape, but it's solid enough to keep me out. Ja, aber selbst mit Schlüssel? Kann ich hier die Straße runter? Not until we've investigated first. Hä, aber dann schließ doch die Tür auf. Bin ich doof? Ach, jetzt geht's auf einmal? Hä? Ging das? Okay, egal. Ich hinterfrag's nicht. Ich freue mich einfach. Wir sind drin. Schön hier. Nice place, huh? It has its charm, I guess. Yeah, it's got something all right. Come on, we have a spook to chat up. Ja, aber kann ich mich vorher immer umgucken? Ich kann im Gegensatz zu dir ja Sachen anfassen. Zum Beispiel diese Box. Oh, Strom? Oh! Au! Well, that didn't work. Schade, vielleicht muss ich erst ein paar Sachen rausnehmen. Zerbrochen, 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 zerbrochen. The fuse looks like it shorted out. Ach, verdammt. Something must have shorted. It's stuck in the on position. Okay, das heißt, da geht jetzt nichts mehr. Sehr schade. Otherwise, this could be our future home. Well, everyone already thinks you're crazy. Homeless is just the next obvious step. Thanks. Ja, Joey, du bist wie immer ein charmanter Boy. So, dann gehen wir doch mal hier rüber. Die Ratten laufen uns zum Glück aus dem Weg. Kann ich die Flasche aufheben? Hier war doch irgendwo eine Flasche. Kann ich die Box aufheben? Ich will Sachen aufheben. Ich habe Hände, endlich! Old cables, frayed wires, a fried circuit board. There's an old fuse at the bottom of the pile. Looks intact. Aha, jetzt können wir nämlich die austauschen, ne? Und dann können wir hochfahren. Maybe, weil sie kann ja hier die Treppe nicht hoch wahrscheinlich. So. Look at that mattress. You think people slept on that? The people who slept here weren't exactly spoiled for choice. Okay, dann gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier die Sicherung einbaue für ja, die Lobby. Good thing I'm wearing gloves. Aha, dann probiere ich doch mal. Still snowing. I don't think it's gonna stop anytime soon. Well, it's not like we're going anywhere. Joey, ich rede gerade. Probiere ich doch mal hier reinzugehen, wollte ich sagen. I'd better not go in there. That elevator could collapse any minute. Hä, aber wozu habe ich das dann aufgemacht? Okay, kann ich das Brett mitnehmen? It's too rotted to be useful. Schade. Und reicht es einfach schon, dass sie hier ist? Ich könnte ja auch erstmal hochgehen, ne? Es war vielleicht gar nicht notwendig, den ganzen Kram hier schon zu machen. So, ich rufe mal Joey. Komm ran. Joey, get in here. What is it?
du musst jetzt mal hier hochfliegen. Du kannst ja jetzt wohl hoffentlich hier durch die Tür. Wir sind extra näher gekommen. Hallo? Oh, ein Plastikding. Ah, und ein Fahrstuhl. Dark, cramped. Yep, it's an elevator shaft, all right. Wahrscheinlich muss ich hier oben die Türen aufmachen, dann dieses Ding reinpusten und dann unten die Türen aufmachen. Sollen wir das mal? Komm, das machen wir mal als erstes. Wer will schon mit Geistern reden, wenn wir coolen Elektriker-Krams machen könnten? Also, wir nehmen das mal raus und machen das mal hier in die zweite Etage. Ich glaube, zweite Etage ist was, das ist, hoffentlich? Nö. Okay. Welche Etage ist es denn? Erste? Vielleicht das hier? Basement? Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Basement ist doch Keller. Ja, nee. Dritte Etage? Wie viele Etagen gibt's denn hier? Ah, jetzt. Okay. Und jetzt kann ich dieses Plastikding da reinpusten. Hey. Was denn? Ah, hello, miss. Oh, you're not... Not what? Just not. Hast du jemanden erwartet? Okay, anscheinend müssen wir erstmal mit dir reden. Ich wollte mal ein bisschen vorschnell sein, das muss man auch mal dürfen. Also, ja, erwartest du jemanden? Were you expecting someone else? Someone. Could you tell me who it was? Maybe I can help look for him. No, he'll be here. Okay, wie heißt du denn? So, I'm Joey. What's your name? I don't know. Mary? Your name is Mary? Sure. Okay, sie erinnert sich also nicht so richtig, wer sie ist. Was ist denn das Letzte, an das du dich erinnerst? Mary, could you tell me the last thing you remember? How'd you end up here? I was here. And before that? The words. No, that's not... Not what? How it works. Okay, das ist ein schlechter Ort zu sein. Da hat er nicht ganz Unrecht. Look, this is no place to be during a blizzard. It's fine. It fits. Fits? Fits how? It fits. Ich versuche nochmal, sie zu überzeugen zu gehen. Warum nicht? How about we get you out of here? Get you cleaned up, maybe something to eat? No, I'm hidden now. Hidden? You're not hiding, you're right there. I'm hidden and I fit. It's how it should be. Bestimmt ist sie von zu Hause abgehauen oder so. Und hier gehört sie dazu. Meint sie das vielleicht? So, sie passt hier rein? Ja, okay, ich habe aber nichts weiter. Ich könnte sie halt nach dem Haus fragen. So, how'd you end up in a dump like this? It's a place. Yeah, it's a place. One that's fallen apart. You shouldn't be here. No place else to go. Can't go home. Depends where home is. Where are you from? Here, nowhere, in front, in back. Doesn't matter. I fit here. Okay, und noch mehr über sie selbst? So, Mary was it? Uh-huh. Mary who? Doesn't matter. I'm just Mary. Okay, das hilft ja nicht besonders. Dann lasse ich sie jetzt mal. I have to get going. Take care of yourself, Mary. Und puste mal endlich jetzt dieses Plastikding darüber. Noch ein Stück. Komm, Wind. So, und jetzt gehen wir wieder zu Rosa. Stecken das hier um. Und jetzt müsste doch hier das Plastikding sein, oder nicht? Hä? Wo ist das Plastikding? I'd better not go in there. That elevator could collapse any minute. The elevator ist looks like it's stuck between two floors. Probably for the best. Heißt es auf den Aufzug gefallen quasi? Das ist jetzt blöd, ne? Was passiert denn, wenn ich... Keller? Nee, das... Das macht nichts. Jetzt habe ich es überall mal reingesteckt. Ich hätte gedacht, das Plastikteil fällt jetzt hier runter. Ist es aber nicht. Wo ist es denn hin? Ich versuche nochmal... Warte mal... Können wir noch woanders hin? Wir haben hier diese Tür ja noch, ne? Hier könnten wir noch mal gucken.
Hier ist auch nochmal ein Fahrstuhl. Das heißt, vielleicht versuche ich den mal zu aktivieren. Das müsste ja dann hier die zweite Etage sein wahrscheinlich. Mal gucken. Ah, ja, hier ist das Plastikding. Ich verstehe. If I could pick it up, I wouldn't have had to blow it down here. I still okay. have no idea what that thing is. It looks kind of technical. Ist die Tür hier zu? Kann Rosa hier hin? Moment, ich probiere das mal. Vielleicht kann sie einfach darüber gehen und der muss gar nicht hierher, der Fahrstuhl. Ich habe noch gar nicht versucht, ob die Tür offen ist. Ah, doch, die Tür ist offen. Okay. Dann können wir hier rein. Can't say much for this building, but the view from here is something else. I'll take your word for it. I can barely look out there 5 seconds without the snow covering my glasses. Right, I forgot. You have to suck the romance out of everything. Just saying. Jetzt sei mal nicht so. Kann ich die Flasche mitnehmen? It's stuck to the floor. That's just as well. I probably don't need it. Schade. Kann ich die Toilette mitnehmen? Oder vielleicht die Klobrille oder so? There's nothing in there. Schade. Okay, na gut. Dann nehme ich eben den... Ah, es ist ein USB-Stick. Ich verstehe. It's definitely some kind of memory card. And it looks like it's compatible with my phone. So ein Zufall. Und? Ein Foto gefunden. Na, hey, zeig! Find something? I think so. Take a look at this photo. Is this das her? Ist sie doch. The ghost, I mean. Yeah, sorta. She looks a lot better in that photo, I'll tell you that much. Look at the file name. This was a headshot photo. I guess she was an actress. Could be. You wouldn't know it from looking at her. The spook upstairs looks like life chewed her up and spat her back out. Okay, Gotham Collective wissen wir jetzt. Das würde ich gerne einmal googeln. Da finden wir doch vielleicht irgendwas. So, Gotham Collective. Das Kollektiv der Batman-Fans. Ah, es ist ein Theater. Okay. Es ist mit schwerem Herzen, dass wir ankündigen, dass das Gotham Collective Theater seine Türen schließt. Es war uns eine Ehre, sie zu unterhalten für die letzten 4 Jahre. Die Informationen... Achso, für Informationen unserer vergangenen Aufführungen, bitte downloaden Sie diese Datei. Cast und Crew, da wird sie bestimmt dabei sein, oh, ne? There must be hundreds of names on this list. I'll never find what I'm looking for just by reading it. I'll na, just save a copy to my notes app. Hopefully I can find something to cross-reference it with. Na, ich weiß ja schon, dass sie Mary heißt. Das heißt, ich nehme jetzt Cast und Crew und Mary. If Mary was a member of the Gotham Collective Theater Group, she's probably on this cast list. Gotcha. There's only one Mary who was a cast member. Mary Meehan, who was a cast member of a play called The River Wall. Okay, The River Wall. Darauf müssen wir sie wahrscheinlich ansprechen. Allerdings möchte ich es wieder vorher einmal googeln. The River Wall. Okay, es ist... Ah, es ist eine Kritik von dem Theaterstück. Man könnte annehmen, dass man keine Lust mehr hätte, nach so vielen ja, Projekten fürs Ego vom was, also das Gotham Collective hat viele Projekte nur fürs Ego gemacht, aber The River Wall, was auf einer Kurzgeschichte von 1923 basiert, hat es endlich einen Schritt zu weit getan. Mal abgesehen davon, dass der Regisseur offenbar gar nichts gemacht hat, das Set-Design zusammengeschmissen war, was ja beides vergeben werden kann, wenn man an das kleine Budget denkt. Nichts vergibt, dass sie Mary Meehan als Pamela gecastet haben. All die... Achso, sie zeigt alle Anzeichen von einer Schauspielerin, die Theater viel zu ernst genommen hat, während sie in der Highschool war und jetzt mit der Rolle eins geworden ist, die sie da gespielt hat. Also sie ist so over the top, so sie overacted so sehr, dass es mehr zum Lachen bringt, als dramatisch ist. Und sie hat keine Ambition, keine Energie, deswegen hatte ich schnell gehofft, dass sie in dem Fluss ertrinken würde, der zu dem, also ja, wie der im Titel des Stückes quasi, ein Stern. Oha, die haben sie ja zerrissen. Okay, aber ich nehme an, damit haben wir jetzt einiges, worauf wir die Dame... Drugs, booze, the usual squatter stuff. It must have taken something really bad to get everyone to leave.
Okay, damit haben wir jetzt einiges, worauf wir die Dame ansprechen können, wollte ich eigentlich sagen. Die unterbrechen mich ganz schön oft hier, ne? Rosa und Joey, die haben hier ganz schön Dinge zu bequatschen die ganze Zeit. Ist ja eigentlich cool, dass die mal plaudern, auch nebenbei quasi, aber ich bin ein bisschen beleidigt langsam. So, Mary? Aha. Wir können sie ansprechen auf die Review. Na, ich will vorher sie einmal fragen, was sie von The River Wall, was sie dazu so sagt. So, you're part of the Gotham Collective Theater Company? Not anymore. What happened? Nothing. Everything. On The River Wall? So I caught your show, The River Wall? Oh, God. What? Just don't. I just want to be a face, okay? No more. I just can't. Also hat sie das fertig gemacht, dass sie so zerrissen wurde für dieses Stück. Ja, die Review. So I read that review of your show. You did? Yeah, I'm sorry. Mary? I thought I could get away from it. Become just another face in the crowd. Is that something you really want? No, just needed to get away. It shouldn't have followed me here. Nobody should know me here. Surrounded by people who don't know me, it's good that way. Better that way. People? What people? These people. Lost people, like me. Alone, but not alone. Mary, I hate to tell you this, but there's nobody here. What are you talking about? Look around. Carefully, there's nobody here but us. I don't see what you mean. Yes, you do. Nobody's been here for months, at least. How could... They left me? They wouldn't have just left me here, would they? Alone? I'm afraid they did, but you're not alone now. We're here. No, it can't be empty. That was the whole point. I can't be alone here. I can't. Where is everyone? Hey, do you know where everyone is? Sie sind fort, sie wurden weggenommen, oder sie wurden weggenommen, aber, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also fort auf jeden Fall. Das heißt, okay, wir puzzeln das nochmal zusammen. Also sie war Schauspielerin und dann wurde sie herausgepickt von so einer Review und wurde halt wirklich zerfetzt. Und dann hat niemand mehr sie ernst genommen. Es hat sie überall hin verfolgt. Alle haben sie ausgelacht dafür wahrscheinlich. Und dann ist sie halt hierher gegangen. Wahrscheinlich hatte sie auch kein Geld mehr, wenn sie keine Jobs mehr gekriegt hat, ne? Und hat sich hier versteckt, quasi unter den Obdachlosen, damit sie nicht allein sein muss, aber niemand sie kennt, weil alle ihr den Rücken gekehrt haben. Und dann ist sie wahrscheinlich zu Tode erfroren oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. I don't know where they went. I'm sorry. This makes no sense. Where did they go? How did they go? Dozens of people don't just vanish. I would have remembered. I would have noticed. What did you notice, Mary? Huh? You weren't thinking too clearly before. You are now. Come on. Get away from me. I don't belong here. Not anymore. Okay, ich folge ihr mal. Ich hoffe, sie haut uns jetzt nicht ab, ne? They're gone. Everyone. Yeah. I remember now. I was cold, then warm, then nothing. I feel absolutely nothing. That review, it seemed like it was everything. Now it's just nothing. To die over nothing. Okay, ich glaube, jetzt können wir sie befreien. Joey, gib ihr deine Krawatte. Mary, I'm gonna have to ask you to take this. What is it? Just trust us, Mary. We're here to help. Okay. Is it right? Is it right that this place should feel so good? It's where you need to be, Mary. That's all. I thought the Karth House was where I needed to be. After that review, maybe I would have been okay. Der Kritiker war ein Idiot. Ich weiß es nicht. Naja, geht es dir jetzt gut? Ich finde cool, dass der Ort hier wieder anders aussieht. Dass der in jedem Spiel so ein bisschen anders designt ist. Nicht nur neu gemacht, sondern auch anders gemacht. Außerdem, Rosa fällt nicht mehr um, oder? Also das hat das letzte Spiel wirklich verändert. Sie ist nicht gestürzt. Sie konnte einfach hier durchlaufen. Geht's dir jetzt gut? I don't think it matters. What matters is,
Are you okay now? Yes. I've never been so sure of anything before, but yes, I'm okay. Listen to me. I'm dead, but I'm okay. It's time to go, Mary. Yeah. You okay? I'm fine. Did I fall? No, you're still standing. Don't sound so surprised, Joey. Mental control, that's all it takes. Yeah, sure. Let's get going. After you. Hello? Can I help you? No, not yet! Hey, wait! Durkin. It's me. You need to send someone here right away. Someone's been shot. Shot? Who was it? What happened? I don't... Hello? Blackwell, what's going on? Sir? Hello? Are you... We're here to help. Don't worry. No, it's too late. We're not safe. Even Grace is not safe. I'm sorry, friend, but whoever Grace is, you're past worrying about her now. No, you don't understand. You don't! You'd be surprised what we understand. You? No, the Bestower. I need the Bestower. Bestower? You know about Bestowers? About us? I know enough, but not enough to save me. Well, it's your lucky day. We just happen to be in the saving business. You don't understand. They will find me. I hate to break it to you, but I think they already did. No. No! Holy... Did you see that? What was it? What the hell was it? Lower East Side, 27. Mai 1931. So, I guess this is it. I believe so, my host. A tailor shop, huh? You think they've got anything in my size? A lost soul in need of saving, and you want to rob its place of business. Look at this dress I'm wearing. It's ruined. I figure I'm owed. Duty first, my host. Petty theft after. We'll see. Oh mein Gott, ich bin jetzt sie? Ich bin die verrückte alte Lady. Ach du Scheiß, was ist da gerade? Oh mein Gott, Leute, ich dachte, es ist wie sonst immer. Wir retten einen Geist so zum Einstieg, dann gehen wir erstmal nach Hause und dann passiert irgendwas. Nicht, dass alles so eskaliert. Okay, wow, ich würde sagen, das war definitiv genug für diese Folge. Ich bin völlig geschockt. Schreibt mir in die Kommentare unbedingt, was ihr davon haltet. Ich bin mega gespannt. Auch, dass wir jetzt sie spielen. Okay, ich kann nicht mehr. Ich muss wirklich erstmal klarkommen auf das alles. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Blackwell Epiphany. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!